So. Da gucken wir mal. Der Teilpflänzler nehmen wir mit. So. Das Pflänzli. Und einmal quer durchs Gebüsch. So, haben wir's? Ja, schön. Was ist denn das hier? Ach, wenn es mal regnet, alles klar. So ein kleiner Unterstand. Ja, Busch. Oh, hallo. Das ist die Generation grüner Snapper. Es gibt da noch andere. Ist er nicht süß? Ja, sieht aus wie ein Velociraptor. Sehen doch ein bisschen anders aus als noch in Gothic 2 und Gothic 1. Oi. Oi. Holla, mein Freund. Hola, Signore. Wollen wir uns mit uns anlegen hier? Oh, bist du noch einer? Bist du noch einer, der aufs Maul möchte? Kannst du haben, mein Freund. Tanzen wir. Danke, mein Freund. Flamenco können wir auch tanzen. Hier, wechseln wir mal den Takt, mein Freund. Mach ich das platt, meine Freunde. Noch einer? Nö. Ach doch. Noch einer ohne Fass sein. Komm her, mein Freund. Ah, Snapper platt machen. Ist kein Problem. Ist nix Problemo. Können wir platt machen? Ist nix. So. Was? Wie viele sind denn hier? Wo kommen die denn alle her? Ist aber geil, wie die abzittern, wenn sie gestorben sind. Das sieht besonders geil aus, wenn man Trolle tötet später. Die spacken auch immer sehr lustig ab, wenn sie dann tot umfallen. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Gucken wir mal bei den Truhen hier. Streitaxt kann auch nie schaden. Zum Glück hat unser Held ja hier ein Dimensionsloch in seinem Hintern oder so. Und das Amulett können wir eigentlich direkt mal anlegen, würde ich sagen. Gucken wir mal hier. Du sollst das Inventar öffnen, dankeschön. Hier, Amulett der Lebenskraft plus 20. Ja, ist auch nichts Besonderes. Aber können wir gerne anlegen. So, die sind gleich, die beiden. Ich weiß nicht, ob ich die Orksöldnerrüstung anlegen soll, weil ich nicht weiß, wo die Rebellen rumkriechen alles. Das ist das Doofe. Ich weiß nicht, ob... Nein, eigentlich dürfte das keine sein. Kommt, ich leg mal die Rüstung an. Sicher ist sicher, ne? Bevor wir hier dann... Wer hat denn das jetzt gesagt? Ich stehe mitten in der Pampa und irgendeiner schreit hier. Sind das die Kondiber oder was ist das? Schauen wir mal. Ach, hallo, mein Freund. Hast du Spaß mit unseren Snappern, ja? Boah, du Sack. Willst du mich verarschen? Was zum Henker? Was war denn das? Ich bin gerade nicht an die rangekommen. Ey, die mit ihren beschissenen Gleven da. Heißt das eigentlich Gleve oder Gleve? Das weiß ich gerade nicht so richtig. Ey, fu you, weißt du? Jetzt kriegst du mal ganz dick aufs Maul gleich, wirst du sehen. Ich glaube, es hackt hier. Na, 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 na. Sterben sollst du. Sterben. Wo kommt denn der zweite? Da ist der zweite. Bleib mal kurz auf Abstand, so. Wow, sagt er. Wow, ja. Na, oh, sag mal, das ist doch. Nein, nein, wie viele sind denn hier? Nein, ich will nicht. Na, Knarf. Komm, trink mal. Trink, 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 trink. So. Ja, dein Schild ist mir egal. Die Typen mit der Reichweite sind interessant. Weil schwieriger. So, das war's für dich. Und der Snapper ist mein Freund. So, jetzt der Snapper ist mein Feind. Sehr gut. Haben wir das schon mal? Die Wachen mit den längeren Waffen, das ist immer ein bisschen blöd, weil die halt einfach viel mehr Reichweite haben. Und... manchmal ist es halt doch ein bisschen schwierig, da ranzukommen dann an die Säcke, ne? Und mit dem Schild, das klappt seltsamerweise auch nicht immer, deswegen verzichte ich auch sehr gerne da mal darauf, den hochzuheben, weil die einfach manchmal durchschlagen durch das Ding. So, ach, hier war ich schon drin, okay. Hatte ich die andere jetzt schon? Ich hab's vergessen. Bestimmt. War ich bestimmt schon drin. Natürlich!
Gut, haben wir die Snapper schon ausgenommen? Natürlich. Speichern wir. Scheint ein richtiges Lager zu sein von denen. Das ist immer, also die ganze montanische Ecke eigentlich, weil ja alles nach Wald aussieht, einfach nur. Das ist sowas, was ich gern einfach nur vergesse, was es hier an Quests gab und so. Ich glaube, in der Wüste kenne ich mich da ein bisschen besser aus, wo die ganzen Verstecke sind und so. Von den Nomaden zum Beispiel. Und etwas weniger Gehacke wäre auch schön, weil es sich sonst blöd kämpfen lässt. Guck, guck! Bleib stehen! Nee. Schießt da einer mit irgendwas? Nö, ne? Oh, jetzt sind die alle wieder gegangen. Willst du mich denn verarschen? Komm hier. Brrrt. Hui. War ja sehr erfolgreich. Hui. Hui. Na, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Du musst ja getroffen haben. Hui. Hä? Sind die He-Man oder was? Hui. Ja komm, zwei geht. Zwei ohne irgendeinen, der hier was Längeres hat in der Hand. Das sollte gehen. Sollte. Ich relativiere das mal, weil man weiß nie. Ab und zu ist das ja ein bisschen, naja. Übrigens, zum Rüstungsdesign. Wie man vielleicht sehen könnte, haben die ihren Schnitt, die ganzen Rebellen, nicht Rebellen, die ganzen Räuber und Diebe, die haben ihren Schnitt den Rebellen entlehnt. Allerdings haben die offenbar keine Farben mehr übrig gehabt, deswegen sind denen ihre Rüstungen grau, während die von den Rebellen rot sind. Ansonsten aber selber Schnitt, selbes alles drumherum. Ist auch nett, dass die immer gleich uniformiert sind. Ich hätte den ja, um es etwas realistischer zu machen, einfach irgendwelche ganz wild durcheinander gewürfelten Klamotten gegeben, aber gut. Wenn sie denken, dass das so sein muss. Ach ja. Die nennen das helle Barde, okay. Ist klar. Wie viele sind hier noch? Zwei. Ach gut, bloß einer kommt. Das ist auch sehr schön. Sehr praktisch. Bleib stehen. Ja, ja, nochmal mit zurückweichen. Hihi. Ah, Mensch, der fällt aber auch oft um. Ne? Ja, 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 ja. Hättest du gern. Hättest du gern. Nein, 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 nein. Scheiße. Aber mein Schwert ist auch schön durch die Gegend geflogen. Mann, das ist doch manchmal... Also mit dem Timing, das ist... Der holt stundenlang aus und dann macht er manchmal Sachen, die er gar nicht machen soll. Ich glaube, ich stelle mich aber auch gerade so ein bisschen doof an. Geringfügig. Also die Korndiebe will ich jetzt eigentlich schon noch aufs Korn nehmen. Und dann, ja, vielleicht noch nach Okara gehen. Dann würde ich sagen, ist auch schon wieder Schluss für heute. Ich spiele schon wieder lang genug. Und vor allem muss ich dann noch was anderes aufnehmen. Irgendwas anderes. Muss ich dann nochmal gucken, was ich dann anfange für ein Projekt. Denn zu dem Zeitpunkt, als ich hier aufnehme gerade, läuft noch mein Overclocked und da will ich dann noch was anderes als Nachfolger machen, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit für habe, für den ganzen Kram. Ich glaube, es wird sogar mal kein Adventure. Ja, 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 hättest du gern, kriegst du nicht, komm hier. Ja, natürlich, noch ein bisschen weiterschlagen, ne, ist klar. Hier, ficken. Arsch lecken. Huch. Ey. Ich will ja nichts sagen, ne? Junge. Ich will ja nichts sagen. Aber wenn ich die ganze Zeit den verfickten Schild auch halte, dann kannst du auch mal hier, dann kann ich auch mal erwarten, dass du die Scheißschläge abwehrst, die zwei Dinger, die da kommen, ne? Mein Freund. Ja, das Kampfsystem von Gothic 3 und ich sind keine Freunde. Ich bin auch der Meinung, dass es irgendwie mal einfacher war früher. Da waren zwei Gegner überhaupt kein Problem gewesen. Ich habe es da zum allerersten Mal ganz am Anfang, ich glaube 3 Monate nach Release hatte ich mir das gekauft gehabt. Ungepatcht hatte ich das da durchgespielt. Das war sehr schick. Weil ständig das Spiel zwar abgestürzt ist, aber irgendwie war es auch einfacher, hatte ich das Gefühl. Vielleicht hatte ich auch einfach auf dem Schwierigkeitsgrad einfach gespielt. Und wie oft habe ich denn jetzt einfach gesagt?
Denn ich spiele jetzt, glaube ich, auf normal, wenn ich mich nicht irre, ne? Ich weiß es gar nicht, aber bestimmt. Man will sich ja als Let's Player nie die Blöße, die Blöße geben, auf einfach zu spielen. Das gebietet der Berufsethos ja schon gar nicht, ne? Man muss immer auf normal spielen, es sei denn, man ist high-skilled, das ist man meistens nicht. Ja, schön, dass du mal abgewehrt hast. Das ist super. Wie viel du gleich mit dem Schlag hier verlierst, ist unglaublich. Und wieso fällt der Sack denn immer gleich um? Das ist nervig ohne Ende. Oh, leck mich doch, ey. Komm, verrecke. Meine Güte, sind die nervig. Und meine Güte, habe ich wenig Leben, sehe ich gerade. So. Das ist ätzend ohne Ende. Friss. Friss, habe ich gesagt. Weiter, 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 weiter. So, Fleischwanzen alle, dann können wir weitermachen mit dem gebratenen Fleisch. Da geht's auch ein bisschen schneller. Lalalalala. Und dann dürfte ja bloß noch einer sein. Dann müssten wir es eigentlich schon geschafft haben. Hoffe ich zumindest mal. Also Held, mein Freund, du bist ein echter Arschlappen. Du hältst ja gar nichts aus. Oder habe ich die Rüstung schon angelegt? Was wäre passiert, wenn ich die nicht angelegt hätte, frage ich mich. Ah, ich sehe schon das Korn hier rumliegen. Das ist sehr schön. Können wir uns eigentlich an den anschleichen? Zieh mal dein Schwert. Ach, das schleicht er nicht, sondern geht irgendwie komisch mit dem Schild. Lalala, lalala. Siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Und zack. Du schlägst mich. Ja, natürlich. Ich war besser. So, da haben wir die Korndiebe aufs Korn genommen, sozusagen. Und können unser Korn hier einsammeln. Gut, gut, gut. Das ist doch sehr schön gelungen. Also, mehr oder weniger. Wenn man mal davon absieht, dass ich 70.000 Mal gestorben bin, ist das doch sehr schön gewesen. Gut. Wo geht's denn? Ne, da gehe ich nicht hin. Da gehe ich nicht hin, da gehe ich nicht hin. Ich glaube, da sind ganz viele wilde Tiere. Das muss ich mir nicht antun. So, und jetzt müsste ich 15 haben, ne? Gut, dann können wir eigentlich nach Monterra uns zurückporten. Port, please. Wo haben wir denn hier? Monterra, da haben wir es doch. Ah, Monterra, lass mich nach Monterra ziehen hier. Machst du es alleine? Ja, wunderbar. Brauche ich gar nichts drücken. Sehr schön. Wedel mal mit deinem magischen Tambourin herum. Und dann geht's ab zurück ins Städtelein. So. Und dann können wir den Kram abgeben und dann, ja, zum Kornhof müssen wir dann sowieso nochmal. Hallo, na, wie geht's? Auch mal nicht so gut. Hier, mit dem haben wir noch nicht geredet. Zum Kornhof müssen wir dann sowieso noch, wegen Rufus und so. Womit kann ich dir aber erstmal zuvor. Frisches Wasser, neues Werkzeug und verbrauchte Fackeln. Wenn du genügend Gold hast, kannst du alles von mir bekommen, Fremder. Alles super, alles super. Ja, das war's bei dir. Ich dachte, man kann wenigstens noch wegen Marik ausfragen oder so. Ja, komm, was ist das? Zeig mir mal, was du hast. Wegen 50 Gold. Sag mir, was du brauchst. Mache ich jetzt keinen Aufriss. Zeig mir deine Ware. Vielleicht hat er ja sogar irgendwas Nützliches. Ah, 430 Gold hat er in petto. Mensch, das ist ja unglaublich. So, dann gehen wir nochmal zu Marik, weil wir müssen ja noch hier wegen Giovanni Elber müssen wir ja noch Bescheid sagen. Wegen der Söldner. Hier. Elber hat massive Probleme, seine Leute auf dem Kornhof anzuführen. Du meinst, ich sollte ihn auswechseln? Das hast du gesagt. Richtig. Okay. Ich werde darüber nachdenken. Gute Arbeit. Weiter so. Wunderbar. Ich muss doch aber bald mal alle durchhaben hier, oder? Also ich meine, wie viele gibt's denn hier, die ich fragen kann, was sie von Dingens halten? Hier, warte mal. Bleib mal stehen, Sanford. Hier sind deine Weizensäcke. Hier hast du etwas Gold für deinen Dienst. Wahnsinnige 2 Rufpunkte krieg ich. Willst du mich rollen, hä? Für das ganze Weizen, das ich sammeln musste, für die Kornliebe, die ich töten musste, du bist doch ein Arschloch. Hier sind deine Milchfässer. Du bist echt gut. Ich weiß. Nee. Na dann, hier ist dein Lohn. Toll, super. Bin ja so begeistert. So, haben wir das? Gibt's sonst noch irgendwas? Brauchen wir noch was vom Thorak hier? Ich weiß es nicht. Guck mal nochmal. Thorek war's. Ich wusste nur noch irgendwas mit Tor. Nö, Schmieden beibringen, scheiß drauf. Gut, haben wir das jetzt. Ich weiß nicht, mussten wir noch zu... Ja doch, zu Bradley mussten wir noch mal, ne? Wegen den Sklaven, die wir rübergeschickt haben. Boah, hackt das hier ohne Ende. Ist ja schrecklich.
Ich glaube, ich muss wirklich bald Schluss machen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Platte schon wieder voll ist, ehrlich gesagt. Naja, was soll's.